Berechne den Quotienten und den Rest durch die euklidische Division. Hier stellen wir fest, dass der Teiler ein Binom der Art x minus eine Zahl ist. Jedes Mal, wenn das der Fall ist, kann man diese Division mit einer anderen Methode, die wir in den nächsten Tutorials sehen werden, vornehmen. Aber hier wird die euklidische Division gefragt, also bereiten wir diese Division so vor. Wir achten darauf, dass der Dividend sowie auch der Teiler geordnete Polynome sind, und zwar geordnet in abfallender Reihenfolge der Exponenten. Überprüfen wir das. 4, 3, 1, 0, 1, 0. Also okay. Wir beginnen die Division mit der Frage, womit muss man x multiplizieren, um an 3x hoch 4 zu gelangen? Mit 3x hoch 3. 3x hoch 3 mal x minus 1, das macht 3x hoch 4 minus 3x hoch 3. Sobald man dieses Produkt gefunden hat und hier eingetragen hat, nimmt man alle Termen entgegengesetzt, ist gemacht, und dann addiert man diese zwei Polynome. Und nach dieser Addition müssen diese zwei ersten Termen verschwinden. Das ist auch hier der Fall. 3x hoch 4 minus 3x hoch 4, das macht 0. Also haben wir da gut gearbeitet. Addieren wir. Wir finden 2x hoch 3 minus 3x plus 1. Dieser Grad ist nicht streng kleiner als der Grad des Teilers. Hier ist der Grad 3, im Teiler 1. Also machen wir weiter. Mit derselben Frage, womit muss man x multiplizieren, um an 2x hoch 3 zu gelangen? Mit 2x². 2x² mal x minus 1, das ergibt 2x hoch 3 minus 2x². Hier nimmt man alle Termen entgegengesetzt und dann addiert man. Bei dieser Addition müssen die zwei ersten Termen verschwinden, sonst hat man da nicht gut gearbeitet. Diese Summe ergibt 2x² minus 3x plus 1. Der Grad ist noch nicht streng kleiner als der des Teilers. Also machen wir weiter mit derselben Frage, womit muss man x multiplizieren, um an 2x² zu gelangen? Mit 2x. 2x mal x minus 1, das ergibt 2x² minus 2x. Diese Terme nehmen wir alle entgegengesetzt und dann addieren wir wieder und erhalten minus x plus 1. Der Grad ist hier 1 und im Teiler auch. Also ist dieser Grad immer noch nicht streng kleiner als der des Teilers. Deshalb machen wir weiter mit derselben Frage, womit muss man x multiplizieren, um an minus x zu gelangen? Mit minus 1. Minus 1 mal x minus 1, das ergibt minus x plus 1. Diese Terme nehmen wir entgegengesetzt und dann addieren wir. Wieder verschwinden die zwei ersten Termen, es bleibt 1 minus 1, also 0. Wir sehen hier, dass der Rest dieser Division 0 ist und deuten diese Division so, der Dividend geteilt durch den Teiler, das ist dieser Quotient, plus dieser Rest geteilt durch diesen Teiler. Also plus 0 geteilt durch x minus 1, das heißt plus 0, was wir hier nicht schreiben. Und somit ist diese Übung beendet.